Osterfest vorbei, lasst uns traden. Jetzt bei Wall Street Heartbeat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wall Street Heartbeat. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Osterwochenende. Die Märkte haben sich auch schon wieder etwas bewegt und es gibt schon wieder einige Dinge, die interessant sind zu erwähnen. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Wir fokussieren uns hier wieder auf wenige Werte, dafür auf diese etwas ausführlicher. Und zwar als allererstes habe ich hier einen Aktienindex jetzt mal nur rausgeholt, und zwar S&P 500, der mir einfach aus charttechnischer Sicht ganz gut gefällt. Und zwar, es ist weiterhin so, wir hatten die neue Woche und auch jetzt dann direkt nach Ostern damit gestartet, dass wir gleich mal auf neue Allzeithochs gelaufen sind. Allerdings gestern am Nachmittag, dann als auch langsam die Wall Street hinzukam, dann war die, nennen wir es mal, herbe Enttäuschung, weil dann gleich wieder der Einsturz kam. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt im Tageschart anschaut, das passt ja eigentlich immer noch so in diesen typischen Verlauf dieses bisherigen Aufwärtstrends, der jetzt schon das ganze Jahr anhaltet. Ich habe jetzt hier schon mal die Trendlinie wieder angepasst. Also wir sehen, so habe ich jetzt mal den Ausgangspunkt gewählt. Hier eine Berührung, hier Punkt, genau zwei Berührungen insgesamt in einem Rücklauf. Und wenn wir jetzt anschauen, auch es war ja Triple EMA am interessantesten hier mit dem 1334er Modell. Und jetzt sind wir hier auch so, ich zoome es mal ein bisschen heran, auch mit dem 13er und der Trendlinie auf derselben Stufe ungefähr. Also wenn wir jetzt in den nächsten Tagen hier runterkäme, nochmal auf ca. 5200 10. Das wäre natürlich eine gute Option, auch natürlich, wenn man bedenkt, jetzt hat ja gestern auch der neue Monat begonnen, heute erst richtig natürlich, weil jetzt heute wirklich zum ersten Mal kein Feiertag mehr ist, den ersten Tag kein Feiertag ist, und natürlich, wir hatten, jetzt gehen wir nochmal vielleicht schnell auf die letzte Woche, die war vielleicht jetzt nicht so ganz prickelnd, aber vor allem der Monat März war ja doch sehr grün, also dass wir da am Anfang jetzt eine leichte Rückgangbewegung haben, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, so diese Frühmonatskorrektur, und dass wir da zumindest nochmal diesen Bereich anlaufen könnten, es fehlen ja jetzt nicht mehr viele, es fehlen so keine 20 Punkte mehr. Ja, dann hätten wir das, und das wäre schon mal durchaus sinnvoll. Und natürlich, wenn man jetzt hier den Einstieg wählt, heißt das noch lange nicht, dass der Trade gut geht. Natürlich, klar, kann immer noch scheitern, aber natürlich immer noch besser, hier unten es zu versuchen, an der Unterkante des Trends, der uns eben jetzt schon das ganze Jahr und somit als auch das erste abgeschlossene Quartal verfolgt, wenigstens an der Unterkante einkaufen. Wenn es wirklich nochmal hochgeht, dann von hier. Wenn nicht und es bricht, dann wäre der Trend ja gebrochen, und dann wäre es auch kein Fehler, aus diesem Trade wieder auszusteigen und auch mit Minus, aber es würde dann halt bei einem bleiben, und das steht dann natürlich im Gegensatz zu zum Beispiel emotionalen Trading-Entscheidungen, die man gestern hier oben am Allzeithoch im M5 hätte treffen können. Also deswegen ganz wichtig, also das ist so ein Punkt, wo ich sage, wenn ich das mache und es geht gut, dann weiß ich habe einen Top-Trade gemacht, vielleicht auch das Monatstief erwischt. Wenn es aber schief läuft, weiß ich, dass es für was gut war und dass es dann auch wirklich bei dem einen geblieben ist. Weil wenn diese Trendlinie bricht, sieht es anders aus. Ich stoppe es trotzdem unter dem 34, aber natürlich, wenn der Daily Close dann unterhalb der Trendlinie käme oder vielleicht auch zumindest unterhalb des 20ers, könnte man sich dann schon überlegen, auch vorzeitig aus dem Trade rauszugehen und sogar vielleicht noch ein bisschen Risiko und Verlust somit zu sparen, und hätte dann somit insgesamt wirklich ein sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Und darauf fokussiere ich mich jetzt erstmal. Interessant allerdings auch die Situation tatsächlich bei Forex. Da zeige ich jetzt als allererstes mal den Euro-USD, und wir haben bei unserem Trading am Sonntag Ersatzvideo, welches immer noch auf YouTube zu finden ist natürlich. Da haben wir schon gesprochen davon, dass es interessant werden könnte, wenn Euro-USD unter die 1,57 kommt, weil das einerseits, wir haben ja den 50er Weekly schon gebrochen, aber dann endgültig das Brechen des 50er Weeklys bedeuten würde, beziehungsweise auch diese ganzen horizontalen Ebenen hier noch so bei 1,75, auch mit dem Widerstand hier, dass das weg wäre. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich jetzt gleich im Euro-USD handeln muss, aber mir trotzdem wichtig ist, dass es passiert, weil das natürlich auch diese Dollarstärke, eventuell auch Euro-Schwäche, aber vor allem Dollarstärke uns geben würde, die uns dann helfen würde, hier vielleicht wieder Trends insgesamt in den Forex oder in der Forex-Welt auszulösen. Natürlich, Short-Setups im Euro sind da sicher auch denkbar. Also jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Im Daily-Charts wird es ein bisschen schwierig, weil wir da so viele Fehlausbrüche da in dieser Region hatten. Aber grundsätzlich der ganze Bereich hier, wenn man sich das nochmal auf Wochenchart anschaut, und das würde hier weekly-mäßig drunter schließen, dann könnte man vielleicht auch im Wochenchart das Signal kriegen, dann halt erst am Freitag und dann in der nächsten Woche verwandeln. Wenn wir es jetzt aber schneller haben wollen, können wir auf was anderes zurückgreifen, was wir auch in der letzten Woche ja öfters mal besprochen hatten. Das war US-Dollar-CHF. Den US-Dollar-CHF, schauen wir es nochmal an. Wir haben einerseits die Horizontale bei ungefähr 90,90. Wir haben diese Trendlinie schon nach unten gezeichnet, und wir hatten ja auch dieses Rechteck hier eingezeichnet, und diese eigentlich sehr schön eingehalten. Hier noch letzte Woche sind abgeprallt nach unten. Es gab auch eine respektable Korrektur, und jetzt gestern und heute bereits schon wieder knappe 100 Pips nach oben gelaufen. Der nächste Angriff auf dieses Level, und hier wäre es natürlich jetzt Intra-Week betrachtet vielleicht interessanter, einfach vom charttechnischen her, wenn beispielsweise heute jetzt der Daily Close oberhalb von, sagen wir jetzt mal, 91,00 passieren würde.
dass wir dann über diesen Widerstand, der ja letzte Woche schon mal zumindest mit dieser Reaktion bestätigt worden ist, dass wir dann da drüber sind und dann könnten wir da long gehen, beispielsweise die Stops drunter setzen, zum Beispiel unter die Ausbruchskerze, also so um die 90, 33, das sind circa 70 Pips oder vielleicht sogar auch knapp unter die 90, um wirklich auch die psychologische Marke noch zu haben. Selbst dann sind es keine 115 und dann hätten wir, gehen wir mal in den Wochenchart zurück, dass wir hier ein bisschen die Kursziele uns anschauen können, dann können wir zum Beispiel mal einfach dieses Zwischenhoch noch, der Ausgangspunkt des letzten großen Drops und auch der Berührungspunkt dieser Trendlinie anvisieren, was circa bei 92,27 ist und da sind wir dann schon wieder bei circa 130, also so 2:1 oder 1:1 CAV für dieses erste recht realistische Ziel, je nachdem wie eng man die ganze Sache stoppt. Also ich würde definitiv sagen, was den Dollar betrifft, vielleicht, wenn es Dollar stärker geht, Euro-USD vielleicht eher auf den Wochenclose warten und jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen vorsichtig sein, das eher so als Indikation nutzen, also wenn es wirklich drunter geht, auch Intraday, dass man weiß, gut, der Dollar hat jetzt eine Chance zu steigen und dann das eher vielleicht Intraweek dann im US-Dollar-CHF abhandeln. Aber da würde ich trotzdem zumindest noch auf den Tagesclose warten, weil das war ja bisher auch eher so eine Abprallbewegung hier, die im Tageschart in erster Linie sichtbar ist. Natürlich H4 auch ein bisschen klar, aber ich denke trotzdem, dass wir hier aufgrund der Wichtigkeit, man muss auch bedenken, das Setup oder diese Linie geht ja auch zurück bis über ein Jahr jetzt, also Januar 23 haben wir hier. Also das kann man nicht, so eine Entscheidung kann ich jetzt nicht im H1 oder im H4 oder im M15 treffen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wow, der bricht gerade im Dickchart über die 91, jetzt gehe ich gleich long. Das bedeutet vielleicht ein bisschen zu wenig, wenn man bedenkt, wie alt eigentlich dieses Widerstandslabel bereits ist. Auch die Trendlinie, die hat ihren Ursprung ja vor weit mehr als einem Jahr, also irgendwann im Februar 2023. Das ist ganz wichtig. Übrigens bei der Gelegenheit jetzt auch gleich erwähnt, dadurch, dass jetzt hier US-Dollar-CHF hochkommt und mehr hochkommt als Euro-USD runterkommt, heißt das natürlich auch, dass ich Euro-CHF ebenfalls wieder ein bisschen erholen konnte. Wir haben die letzten Tage bereits darauf hingewiesen, dass das möglicherweise eine Option sein könnte, um nochmal in den Triple EMA-D1 einzusteigen, als wir noch hier oben waren, weil wir ja hier diese ganzen schönen Tests am 10er hatten. Wer die Geduld hatte zu warten, kam da gestern bzw. heute ganz gut rein. Inzwischen sind wir hier schon circa 45 Punkte wieder angestiegen. Heißt natürlich auch wieder bei weitem nicht automatisch, dass der Trade gut gehen muss, aber zumindest hat man den besten Einstieg jetzt erstmal erreicht aus Sicht der letzten Tage und somit, wenn er jetzt zumindest sich einigermaßen gut hält, biegt sich ja natürlich auch der 20er jetzt von Tag zu Tag weiter nach oben und dann reduziert sich das Risiko wieder. Also das hat auf jeden Fall funktioniert für diejenigen, die das genutzt haben, sehr schön. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wahrhaben wollten und versäumt haben deswegen oder einfach so versäumt haben, wird es natürlich auch wieder die neuen Chancen geben, denn auch das hat ja bei Triple EMA die Strategie so in sich, dass man, wenn man zum Beispiel hier versäumt, dass man dann auch gerne mal erneut und erneut und erneut und erneut den Einstieg kriegen kann und trotzdem es am Ende vielleicht nochmal in die richtige Richtung läuft. Also auch hier nicht unmöglich, dass er jetzt hier vielleicht noch ein bisschen hängen bleibt, dass der 10er dann hochkommt, dass wir vielleicht in den kommenden Tagen nochmal einen Test vom 10er kriegen und den Einstieg dann nicht ein zweites Mal. Wenn man einmal drin ist, ist man drin, braucht man keinen zweiten machen. Aber wenn man es versäumt hat, die falsche Entscheidung ist jetzt zum Beispiel jetzt zu sagen, oh je, ich habe versäumt, jetzt gehe ich halt jetzt schlechter rein. Nein, wenn man das jetzt sieht und sich ärgert, dass man versäumt hat, sinnvollste ist es einfach weiterhin diszipliniert am 10er nachziehen und dann kommt man halt ein paar Tage später rein, auch dann mit aktualisierten Stop-Loss. Ebenfalls, großer Trend sehen wir beim Gold. Das hat inzwischen auch mein nächstes Kursziel im Bereich der 22,60 erreicht. Die 22,22, die wir ja mal hatten, wir gingen ja sehr schnell wieder nach unten, als das erreicht worden ist, haben uns dann doch wieder aufgebaut in die Tage danach und sind jetzt dann im Zuge der Monatswende durchgesprungen. Also Monatskerze natürlich jetzt im Gold wahnsinnig grün, also eine der grünsten, die wir gesehen haben. Nach wie vor natürlich immer noch eine Möglichkeit, das sollte jetzt aus diesem Trend hier oder doch jetzt irgendwann mal hier die Luft dünn werden, dass wir vielleicht nochmal einen Rücksetzer kriegen könnten auf 21,47. Das wäre so die langfristige, endgültige Option, hier nochmal Einstiege zu suchen. Stops unter die 20,60, so als endgültiger Final Long, wenn der gut geht, geht er gut, wenn er nicht gut geht und ausgestoppt wird, war es eher ein Fehlausbruch. Also diese Option würde bestehen können, der aber natürlich jetzt noch Wochen dauern, bis dieser Einstieg überhaupt erst kommt. Und in der Zwischenzeit läuft das Ganze aber weiter. Und da ist es auch so, dass wir jetzt natürlich im kurzfristigeren Bereich betrachtet, wir haben hier einige Trendphasen, nämlich einerseits hier die D1-Geschichte, es ging nach oben, hat hier die kurzen EMAs schon mal schön getestet, mehrmals, schön eingehalten, neue Hochs inzwischen gemacht, also jetzt natürlich einfach wieder warten, dass er auf den 10er kommt, Stopp hinter den 20er und den zweiten Rücklauf nach dieser Strategiehandel wäre eine Option im D1, allerdings auch nach diesem Einbruch kurzzeitig gestern, den wir gesehen haben, hier im H4, auch schön den H4-10er getestet. Allerdings, jetzt haben wir noch keinen Close drüber, sah jetzt schon fast danach aus. Wichtig wäre jetzt natürlich, dass wir noch einmal ein neues Hoch vorher machen, dass wir wirklich auch das Hoch, was vor dem Rücklauf war, nochmal überschritten bekommen vom Close her. Und dann könnten wir auch anfangen, zum Beispiel, wenn man es jetzt ein bisschen kurzfristiger sieht, im 10er
H4 auch schon einzusteigen. Natürlich, wenn der 10er H4 schief geht, könnte dann auch immer noch der D1 kommen. Und wenn der D1 schief kommt, könnte immer noch die 2147-Geschichte kommen. Die Frage ist natürlich einfach, aber die kann ich für euch und euch ja nicht beantworten. Die müsst ihr euch selber stellen, in welchem Zeit- oder Timeframe ihr hier involviert sein wollt. Wenn ihr es kurzfristig machen wollt, vergesst erstmal vielleicht den M15, M30 oder H1. Dafür ist es vielleicht zu gefährlich und jetzt auch gar nicht sinnvoll, sondern schaut vielleicht im kurzfristigen Sinne eher auf den H4. Das heißt, ist hier einfach das, was sich am besten momentan hier so gestaltet. Wir sehen auch sofort, dass da wir kurzzeitig auch immer wieder mal schöne Trends auch im H4 haben. Das ist schnell genug. Wenn man es ein bisschen mittelfristiger sehen möchte, dann eher die D1-Option nutzen, die wir hier haben. Und wenn man es längerfristig sehen will, also vor allem auch konservativer sehen möchte, dann gar nicht jetzt auf die Triple EMAs schauen, sondern definitiv nochmal auf den Test. Also da gehe ich sogar jetzt in den Monatschart nochmal, also den Rücklauf wirklich zu diesem Test von dem alten Allzeithoch und ein bisschen darüber hinaus. Also dieser Kombination dieser 2147, weil es mal so dieses Docht-Allzeithoch war und der 2070, diesen Bereich, der ja jahrelang so das eigentliche Allzeithoch dargestellt hat. Dann wollen wir nochmal ganz kurz im Öl vorbeischauen. Öl ist auch weitergelaufen jetzt, hat auch die 80-30 ja gut verteidigt, konnte jetzt hochlaufen, ist über der 83 mittlerweile drüber. Also für alle, die unsere Long Trades hier im Öl mitgemacht haben die letzte Zeit, das läuft immer noch, läuft gut. Nächstes Ziel 85-50 ist voraus. Aber auch für diejenigen, die jetzt den Einstieg noch nicht gemacht haben, sondern nochmal neue oder Neueinstiege suchen oder vielleicht ja, auch es versäumt haben und nochmals Möglichkeiten suchen. Also gestern war der Daily Close oberhalb der 83,83 und dann war das eigentlich schon vom Daily Close her ein Signal und lief gleich weiter. Also das war schon mal auch so eine Möglichkeit. Wir haben davon gesprochen, aber trotzdem so endgültig war der Ausbruch vielleicht noch nicht, weil es vielleicht nicht hoch genug war und doch ja der Ostermontag. Also das heißt, gerade heute mit diesem Daily Close drüber wird es erst endgültig sein und dann wäre es vielleicht trotzdem die nächsten Tage nochmal nicht auszuschließen, dass wir die 83 holen. Also beispielsweise jetzt auch, wenn er heute wirklich so schließt, dass man dann auch nochmal einen Buy-Limit so auf 83,10, 83,20 setzt, die Stops zum Beispiel unter die 80, einfach ein bisschen weiter das Ganze setzen, um das auch endgültiger zu haben und auch da wirklich auch ein bisschen darauf vertrauen, dass wir ja immer wieder mal Gegenmoves hatten beim Öl. Das ist ja nichts Ungewöhnliches oder auch mal Seitwärtsphasen hatten auf relativ hohem Niveau. Also, dass wir da jetzt auch zum Beispiel seitwärts laufen könnten jetzt in ein paar Tagen. Es muss ja jetzt nicht gleich wie die Rakete abgehen. Dass wir jetzt ein paar Tage seitwärts laufen, vielleicht die 83 noch ein paar Mal holen, wäre nicht auszuschließen. Deswegen jetzt nicht hier oben versuchen, irgendwie an den Widerständen wieder Einstiege zu machen. Es ist gut möglich, dass man diesen Trade noch einmal etwas günstiger kriegt. Was man offensichtlich auch günstiger kriegen könnte, ist Bitcoin und Ethereum. Also es hat versucht tatsächlich das Allzeithoch, das alte zu brechen. Das sah zunächst ganz gut aus. Es ging drüber, es hat getestet. Er hat versucht neu Hochs zu machen. Das gelang aber nicht und dann der Einsturz. Also da sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, dass vorherige Hochs überboten werden. Also auch bei diesem, wenn das jetzt ein Triple EMA geworden wäre, man hätte ja sagen können 2034. Aber den Einstieg hätte ich hier natürlich noch nicht machen können und ich hätte ihn hier, da wäre jetzt ja schief gelaufen, auch nicht machen können, weil ich ja zunächst, wie wir das vorhin beim Gold gezeigt haben, im H4 natürlich erstmal ein neues Hoch brauchen. Das ist das Hoch gewesen, das war der erste Rücklauf und dann nach dem ersten Rücklauf muss er das vorherige Hoch einmal überschreiten und erst dann kann ich beim zweiten Rücklauf rein, weswegen dieser zweite Rücklauf nicht übrigens gültig gewesen wäre, also kein Einstieg. Da sieht man eben, wie wichtig solche Closes ganz generell sind, nicht nur bei dieser Strategie, sondern bei vielen. Aber jetzt kommt es auf jeden Fall wieder nach unten und somit ist aus diesem Ausbruch auch über das alte Hoch und über die 70 nichts geworden und das scheint jetzt einfach auch so, dass hier weiterhin so ein bisschen Seitwärtspotenzial ist. Ich sehe jetzt nicht das Potenzial, dass es wie ein Stein fällt, aber vielleicht, dass wir zumindest nochmal den Bereich bei 60 jetzt doch anlaufen könnten. Wir wissen ja auch, dass wir im April oder im März sehr stark waren. Dass wir da zumindest jetzt nochmal diesen Bereich testen, ist ja überhaupt nichts Ungewöhnliches. Oder zumindest nochmal hier den Bereich bei 64.200, also das Weekly Bollinger Band, dass das nochmal geholt werden könnte, ähnlich wie es hier zum Beispiel auch der Fall war im März, bevor es wieder nach oben gehen kann. Also auch vielleicht Einstiegszonen, die man finden könnte im Bereich von circa 64.100. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz zum Ethereum hin zum Schluss. Und da sehen wir auch, den hat es ähnlich wurde ähnlich behandelt, also hier auch Seitwärtsphasen erstmal ein kleines Hoch gemacht, das mehrmals getestet worden ist, nie wirklich überschritten werden konnte. Dabei hat sich eine sehr schöne Seitwärtsphase gebildet, die jetzt wieder nach unten wegdriftet aktuell. Auch da können wir vielleicht mal kurz so diese Projektion machen. Also Luft nach unten wäre noch da. Also ich glaube jetzt noch nicht, dass wir das tief sehen. Das könnte zumindest in Richtung 32,50 gehen, wenn nicht auch nochmal die 3134 und für längerfristigere Long-Einstiege vielleicht nochmal die Möglichkeit am 10er Weekly, was vor einigen Wochen schon einmal ein Test war. Auch wenn das jetzt natürlich nicht so relevant ist, weil, also eigentlich schon, weil es ist kein neuer, wäre immer noch innerhalb dieses Rücklaufs, meine ich, weil hier hatten wir ja Rücklauf 1,
dann neues Hoch, Rücklauf 2, dann lief er quasi davon. Dann war Rücklauf 3 und wir sind jetzt immer noch in dieser dritten Phase. Also ein erneuter Test wäre jetzt nochmal denkbar. Also wer sich hier gedacht hat, oh je, habe ich den 10er Weekly versäumt, jetzt sehen wir es. Da oben reinzugehen nach Weekly Chart wäre falsch gewesen. Aber ich kann es hier nochmal holen, eventuell etwas tiefer. Ich habe auch kleinere Timeframes versucht, wo nichts geworden ist. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal im Weekly Chart versuchen, weil das ja auch das war, was auch in den letzten Jahr am besten funktioniert hätte. Auch wenn es recht riskant ist. Ich würde es auch nur dann machen, wenn ich gleichzeitig zumindest irgendwo im Bitcoin eine bullische Reaktion sehe an zum Beispiel diesen Monthly Bollinger Band. Also auch das Hoch vom Februar nochmal in Kombination, wenn ich da sehe, dass er sich ein bisschen stabilisiert und gleichzeitig vielleicht in Ethereum dann auf dem Weekly 10er ist, könnte ich mir vorstellen, diesen Einstieg nochmal zu versuchen, wirklich als letzten Einstieg und sagen, so den mache ich jetzt, stopp dann unter den 20er Weekly. Das wäre dann ja auch schon weit unter 3000 und wenn es dann was wird, dann wird es eh was und wenn es nichts wird, dann wird wahrscheinlich auch erstmal weiter nichts sein. Und deswegen ist das jetzt erstmal meine Haltung, mich da eher zurückzuhalten, ihn jetzt erstmal fallen zu lassen, schauen, dass ich da wieder Setups kriege. Shorten muss ich jetzt nicht unbedingt, kann man natürlich, aber muss ich jetzt nicht unbedingt, sondern ich lasse ihn eher fallen und jubel ihn auch ein bisschen noch zu, weil ich weiß, dann komme ich vielleicht auch noch etwas günstiger hinein. Und somit starten wir jetzt auch wirklich in den April, wird vielleicht auch wirklich wieder ein heißer Handelsmonat. Ich freue mich jedenfalls drauf und wir sehen uns hier auch wieder zu Wall Street Heartbeat gleich wieder morgen auf diesem YouTube-Kanal. Alles Gute erstmal und schönen Start in diese Woche.